So, das sieht so aus, als wäre ich live heute am 29.07. hier in der Gruppe. Corona-Pandemie fällt heute aus. Hallo, wir haben schon 10 Zuschauer, das ging aber schnell. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Lilia. Ich warte noch ein bisschen, bis sich die Zuschauerzahlen ein bisschen erhöht haben. Hallöchen, Cindy. Hallo Thorsten, moin moin. Wahrscheinlich auch ein Nordlicht. Hallo Sabrina, ihr dürft mich gerne Kirsten nennen. Ich bin die Dr. Kirsten König aus Hamburg, eine Rechtsanwältin. Und der Ralf Ludwig, hallo Wolfgang. Der Ralf Ludwig hat ja schon angekündigt, dass ich heute das Live-Video für euch mache zum Thema Masken. Warte noch ein bisschen, bis sich's gefüllt hat. Schön, dass schon so viele da sind. Elke, Peter, Rainer, Jutta, Silke, Michelle. Hallo, Michelle. Marion, Anke. Wunderbar. Schreibt gerne aus München. Schreibt gerne dazu, von wo ihr zuschaut. Das ist auch immer schön zu sehen, über welche Entfernung wir uns hier connecten können über diese Wunder der Technik, was ja gestern nicht so ganz geklappt hat, weil Ralf und ich eigentlich gemeinsam live gehen wollten und uns die Technik dann tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber so geht das ja auch. So. Dann würde ich sagen, lege ich mal los. Heute das Thema Masken. Wir haben, also wenn ich sage wir, meine ich immer wir Anwälte, die uns in dem Verein Klagepaten zusammengetan haben, um Rechtssuchenden Unterstützung zu leisten. Wir haben in letzter Zeit festgestellt, wie groß doch der Beratungsbedarf ist im Bereich Maskentragen. Und zwar zum einen bei Menschen, die keine Masken tragen und ihre ganz persönlichen und privaten Gründe dafür haben, und aber auch im Bereich der Ladeninhaber, der Gastronomie und so weiter. Mir ist hier in Hamburg zum Beispiel aufgefallen, dass insbesondere in der Gastronomie eine ganz, ganz, ganz große Angst herrscht, wenn die Betreiber des Restaurants nicht an die Maskenpflicht erinnern, beziehungsweise die Gäste nicht auffordern, eine Maske zu tragen, und für den Fall, dass die Maske nicht getragen wird, die dann nicht des Restaurants verweisen, dass die ein Bußgeld in ziemlich nicht ganz unerheblicher Höhe befürchten. Da ist mir hier in Hamburg aufgefallen, dass in einem meiner Lieblingsrestaurants tatsächlich mir gesagt wurde, ich solle eine Maske tragen, und mit entschuldigendem Blick erklärt wurde, sonst müssen wir 1.500 € Bußgeld zahlen. Und davon war die Frau in diesem Restaurant felsenfest überzeugt. Und ich habe sie gefragt, woher sie diese Information hat. Und sie meinte tatsächlich, die Polizei läuft Streife und kommt rein in den Laden. Und wenn sie dort Leute ohne Maske entdecken, dann sprechen Sie diese Drohung aus mit einer konkreten Zahl von 1.500 €. Das habe ich mir angesehen in der entsprechenden Verordnung hier aus Hamburg, und da ist tatsächlich insbesondere im Bereich Gastronomie noch nicht mal normiert, dass eine Maske überhaupt zu tragen ist. Das ist anders in Läden, also in Baumärkten, in Supermärkten etc. Dort herrscht eine Maskenpflicht, aber nicht in der Gastronomie. Trotzdem sind die Betreiber der Restaurants anscheinend alle davon überzeugt, dass sie A dazu auffordern müssen und B es auch teuer wird, wenn sie es nicht tun. Da möchten wir unbedingt aufklären, sowohl alle Privatmenschen über die Frage, müsst ihr Masken tragen oder nicht, als auch Ladenbesitzer, die Restaurantbesitzer, damit künftig solche Irrtümer nicht weiter bestehen. Das war die Seite der Ladenbesitzer, und auf der anderen Seite haben wir unfassbar viele E-Mails schon bekommen von Menschen, die aus
Restaurants, aus Supermärkten, aus der Bundesbahn, aus Freizeitparks etc. rausgeschmissen wurden, weil sie keine Maske trugen und auch nach Aufforderung keine aufgesetzt haben. Da wollte ich ein bisschen zu sagen, ob das eigentlich rechtens ist. Ich habe heute ein erstes außergerichtliches Verfahren in Gang gesetzt. Da ging es genau um die Frage. Meine Mandantin war in einem Supermarkt einkaufen, ist ohne Maske reingegangen, weil sie sogar attestlich belegt von der Maskenpflicht befreit ist. Sie wurde in dem Supermarkt sehr unfreundlich sofort aufgehalten, sehr herablassend behandelt und am Ende der Geschichte wurde ihr ein Hausverbot erteilt. Die handelnden Personen dort in dem Supermarkt waren anscheinend davon überzeugt, dass sie das Recht haben, Menschen ohne Maske ein Hausverbot zu erteilen und sie aus dem Laden zu schmeißen. Zu meinem großen Entsetzen war sogar die Polizei, die hier hinzugezogen wurde, der gleichen Auffassung. Rechtlich betrachtet macht das aus unserer Sicht keinen Sinn, denn in den Corona-Verordnungen ist zwar grundsätzlich eine Maskenpflicht geregelt. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Deshalb kann ich hier jetzt nicht alle Bundesländer im Einzelnen durchgehen. Ich kann nur das wiedergeben, was entweder allgemein gilt oder was im Speziellen für Hamburg gilt. Wir werden aber nach und nach alle Corona-Verordnungen durchgehen und auf der Seite Klagepaten.eu entsprechende Informationen übermitteln. In dem Bundesland, in dem der Fall spielt, von dem ich gerade berichtet habe, ist in Supermärkten eine Maskenpflicht geregelt. Ja, grundsätzlich muss man eine Maske tragen. Die Frage ist jedoch, A, gibt es Ausnahmen und B, muss man sich erklären, wenn man sich auf eine dieser Ausnahmen stützt? Und C, gibt es Bußgelder für den einen oder anderen, für die eine oder andere Seite, wenn man sich nicht an diese Maskenpflicht hält? Wie gesagt, in allen Verordnungen ist geregelt, es gibt eine grundsätzliche Maskenpflicht. In Hamburg gibt es das in Restaurants nicht, aber eben in Läden. Und das ist in den meisten anderen Bundesländern auch so. Die Frage ist, gibt es Ausnahmen? Ja, die gibt es. In den meisten Verordnungen ist geregelt, dass man von der Maskenpflicht befreit ist. Also da steht dann immer, dies gilt nicht. Das sind dann Ausnahmetatbestände. Wenn eine Behinderung vorliegt oder man aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist oder es einem nicht zugemutet werden kann, eine Maske zu tragen. Und in einigen anderen Bundesländern steht sogar noch dazu, es können auch sonstige Gründe vorliegen, die Maske nicht zu tragen. Man kann also rechtlich abgesichert, sogar durch die Corona-Verordnung abgesichert sagen, ich muss diese Maske nicht tragen. Die nächste Frage ist, muss ich mich erklären, warum? Nein, das muss ich nicht. In keiner Corona-Verordnung ist geregelt, dass ich erklären muss, warum ich keine Maske trage. Schon gar nicht ist geregelt, dass ich nachweisen muss, warum ich keine Maske trage. Denn das geht schon aus Datenschutzgründen gar nicht. Ich bin nicht verpflichtet, einem mir wildfremden Menschen, der ja auch kein Arzt ist, sprich nicht an die Schweigepflicht gebunden ist, ein Attest vorzulegen, in dem jetzt wenigstens, da steht zwar meistens nicht drin, weswegen man befreit ist, aber es steht ja der Arzt drin, der einen befreit hat. Und das sagt ja schon einiges darüber aus, also weil ja auch dann die Fachrichtung mit dabei steht, um welche gesundheitlichen Einschränkungen es sich handelt. Das muss ich nicht preisgeben. Das muss ich nicht irgendeinem Supermarktmitarbeiter preisgeben. Dazu sind wir nicht verpflichtet. Da sprechen sogar Datenschutzgründe ausdrücklich dagegen. Thorsten, hast mir heute geschrieben, das habe ich gesehen. Einmal kurz dazwischen. Ich habe sehr viele E-Mails bekommen und ich werde alle beantworten. Bitte gebt mir ein bisschen Zeit, mir und Kollegen, die sich dann um die Maskendinge kümmern werden. Wir haben schon festgestellt, wie groß der Bedarf ist. Wir sind gerade dabei, es hat Ralf gestern im Video auch schon erzählt, wir werden das alles automatisieren. Dann können wir es sehr viel schneller, sehr viel effizienter bearbeiten, werden Kategorien schaffen,
die sich dann hier wiederholen werden und werden ein Formular auf der Seite klagepaten.eu zur Verfügung stellen, wo ihr uns den Sachverhalt im Detail schildern könnt, wo ihr durch einen Fragenkatalog geführt werdet, müsst ihr eure Daten hinterlassen, damit wir wissen, um wen es sich handelt. Und dann können wir da sehr viel schneller drauf reagieren. Freiburg, Aalen, Berlin, wunderbar, ganze Bundesrepublik scheint hier versammelt zu sein. Sehr schön, freue ich mich. Genau, also wir waren stehen geblieben bei der Frage, muss ich mich erklären, warum ich die Maske nicht trage? Nein, muss ich nicht. Schon gar nicht muss ich nachweisen, ob ich oder warum ich die Maske nicht trage. Und schon die Frage eines meinetwegen Supermarktmitarbeiters, warum ich denn die Maske nicht trage, ist nicht zulässig unserer Auffassung nach. Denn das wäre ja die Frage nach einer Behinderung. Und das verstößt unserer Auffassung nach schon gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Es gibt das AGG, und das ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Da ist geregelt, dass aus Gründen einer Behinderung, wozu auch chronische Erkrankungen zählen, keine Ungleichbehandlung erfolgen darf. Deshalb, wenn ich gefragt werde und ich erklären muss, ob ich eine Behinderung habe oder ob ich eine chronische Krankheit habe, verstößt das schon gegen diesen Gleichbehandlungsgrundsatz. Also ich darf noch nicht mal gefragt werden, geschweige denn muss ich irgendjemandem einen Attest oder einen Nachweis über eine Behinderung vorlegen. Das muss ich in diesem Supermarkt, in dem Restaurant, wo auch immer sich der Fall abspielt, muss ich das nicht machen. Dann ist die Frage, dürfen sich denn die Ladeninhaber, die Restaurantbetreiber etc., dürfen die sich auf ihr Hausrecht berufen? Denn das ist das, was einem ja immer entgegengebracht wird. Wenn man keine Maske trägt und auch auf Aufforderung keine aufsetzen möchte, dann wird einem meistens entgegengebracht, ja, wir haben aber uns so entschieden, dass wir hier auf unser Hausrecht uns stützen und dann allen Menschen, die keine Maske tragen, eben einen Zutritt nicht gewähren. Oder nichts verkaufen oder nicht bedienen und im schlimmsten Falle sogar ein Hausverbot erteilen. Frankfurt, Hamburg, Hessen, Stuttgart, sehr schön, Heidenheim, Friesland, moin Andrea. Genau, wo war ich stehen geblieben? Das Hausrecht. Grundsätzlich besteht ein Hausrecht. Also jeder, der Inhaber eines Ladenlokals ist, hat natürlich das Hausrecht. Er darf in gewissem Umfang bestimmen, wer sein Geschäft betritt und wer nicht. Dieses Hausrecht, das ist ein Ausschluss aus der Eigentumsgarantie, hat deshalb auch einen ziemlich hohen Stellenwert. Aber es gibt schon eine ganz grundsätzliche Beschränkung, die auch vom BGH so ausgeurteilt wurde. In den Fällen, in denen ein Ladenbesitzer oder ein Restaurantbetreiber sein Geschäft der Allgemeinheit für die Allgemeinheit öffnet, damit ausdrückt, dass er nicht in Ansehung der Person, also jedem den Zutritt zu seinem Geschäft und den darin befindlichen Waren oder Dienstleistungen gewähren möchte, dass der dann nicht anfangen kann, so ganz einzeln Rosinenpickermäßig zu sagen, ja, du kommst hier aber nicht rein, sondern da hat er schon mal selber sozusagen sich eine Beschränkung auferlegt, indem er gesagt hat, hier darf einfach jeder rein. Solange die Personen, die sich dann darin aufhalten, sich auch, sagen wir mal, normal verhalten. Da wieder können ein sachlicher Grund dafür sprechen, dass diese Beschränkung des Hausrechts wiederum eingeschränkt wird. Aber ein solcher sachlicher Grund muss plausibel sein. Und in diesem Falle würde sich ja derjenige, der das Hausrecht innehat, auf den sachlichen Grund berufen. Laut Corona-Verordnung herrscht eine Maskenpflicht. Das ist ja die Argumentation. In dem Fall stimmt das aber nicht. Denn wenn ich unter die Ausnahme falle, dann, das mit dem Bußgeld wird hier in Baden-Württemberg auch so gehandhabt. Also Silvia, damit meinst du vermutlich die Behauptung, dass Bußgelder fällig werden. Nehme ich mal an, meinst du damit. In Baden-Württemberg weiß ich jetzt noch nicht, ob tatsächlich Bußgelder für den Fall einer fehlenden Maske verhängt werden können. In Hamburg weiß ich es definitiv, ist es nicht der Fall. Werden keine Bußgelder verhängt, weder für denjenigen, der die Maske nicht trägt, noch für denjenigen, der nicht dazu auffordert, die Maske zu tragen.
Also laut Corona-Verordnung sind dort keine Bußgelder vorgesehen für diesen Fall. Ja, ich bin eine Anwältin, Antonia. Ich kann mich nur mal kurz vorstellen für die, die jetzt erst dazu gestoßen sind. Mein Name ist Dr. Kirsten König. Ich bin Rechtsanwältin in Hamburg. Genau, ich war bei dem Hausrecht. Also jeder Ladeninhaber hat grundsätzlich das Hausrecht. Da haben die Recht, wenn sie das sagen. Aber sie beschränken es sich schon mal selber, wenn sie ihren Laden, ihren Geschäft eben dem allgemeinen Publikumsverkehr öffnen. Diese Beschränkung kann wiederum eingeschränkt sein durch sachliche Gründe. Was ist ein sachlicher Grund? Die grundsätzliche Maskenpflicht wäre ein sachlicher Grund, wenn nicht diese Ausnahmetatbestände in den Corona-Verordnungen geregelt werden, wo eben drin steht, aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer Behinderung kann ich oder bin ich nicht verpflichtet, eine Maske zu tragen, wenn es mir nicht möglich oder zumutbar ist. Das ist in allen Corona-Verordnungen sehr schwammig formuliert und das geht ja auch gar nicht anders. Denn was sollen Sie reinschreiben? Sie können ja niemanden die Pflicht auferlegen, also den Ladeninhaber nicht die Pflicht auferlegen, zu kontrollieren, ob jemand jetzt unter diese Ausnahme fällt oder nicht. Genauso wenig wie die Ladeninhaber kontrollieren können, ob die Maske, die man trägt, jetzt eigentlich wirklich geeignet ist, die Verbreitung eines möglichen Virus zu verhindern oder nicht. Das steht da so drin. Man muss eine Maske tragen, die dazu in der Lage ist. Ja, was ist das denn? Wie groß dürfen denn die Poren sein, die man da vor der Nase hat? Wenn ich mir jetzt eine gehäkelte Maske vors Gesicht halte, ja, es reduziert sicherlich irgendwie den Atem, den ich da durchpuste, aber hallo Ralf. Aber in der Tat kann das niemand wirklich kontrollieren. Ist das jetzt eine Maske im Sinne dieser Verordnung, ja oder nein? Genauso wenig kann jemand kontrollieren, wenn ich sage, ich muss die Maske nicht tragen und mir wird darunter schwindelig. Kann ja niemand hingehen und sagen, ja, das stimmt aber gar nicht. Oder beweisen Sie das mal. Ich meine, eine gleichzeitig lustige und traurige Vorstellung, wenn man in einem Supermarkt dazu aufgefordert werden würde, diese Maske zu tragen, einmal im Kreis zu laufen, um dann umzukippen. Also ihr seht schon, das sind so schwammige Tatbestände in diesen Corona-Verordnungen und die sind sicherlich auch so schwammig formuliert, weil die Verfasser genau wissen, dass sie da keine Möglichkeit haben, wirkliche Verpflichtungen reinzuschreiben. Sodass eben das, was ich vorhin geschildert habe, kann ich gerne nochmal wiederholen, die einzelnen Punkte. Es besteht, also man kann einfach im ersten Schritt sagen, ich trage keine Maske, Punkt. Wenn man dann weiter sich auseinandersetzen möchte mit der Person, die einen aber dazu bringen möchte, diese Maske zu tragen, kann man sagen, ich bin dazu aber nicht verpflichtet. Auf die Frage, warum nicht, muss ich nicht antworten. Also wenn ich dann preisgeben müsste, dass ich eine Behinderung habe oder eine chronische Krankheit habe, bin ich nicht verpflichtet, darauf zu antworten. Dann im dritten Schritt bin ich schon gar nicht verpflichtet, einen Nachweis zu erbringen. Ich muss keinen Attest vorlegen. Ich muss keinen Nachweis einer Behinderung vorlegen. Ich muss keinen Behindertenausweis vorlegen. Bin ich nicht so verpflichtet, das würde sogar gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen. Und im dritten Schritt kann ich sogar auch androhen, wenn dann die Konsequenz des Ganzen ist, dass ich aus dem Laden geschmissen werden soll oder mir ein Hausverbot verhängt werden soll, kann ich sogar sagen, ich werde diesen Verstoß gegen das AGG, das ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, und auch gleichzeitig den Verstoß gegen mein Persönlichkeitsrecht, werde ich juristisch verfolgen lassen. Genau. Wir sind hier im Bereich 19, 20, 21 AGG. Da sind die, also erwähne ich nochmal eben, weil hier jemand den Paragraphen 2 Absatz 1 Nummer 8 zitiert. Also die Ansprüche auf Unterlassung und auch möglichen Entschädigungsanspruch, die ergeben sich im Zivilbereich, also da, wo es nicht um öffentlich-rechtliche Stellen oder Gebäude oder Lokalitäten geht, sondern eben im Zivilbereich. Ergeben sich die Ansprüche aus den Paragraphen 19 bis 21 AGG. Da habe ich einen Unterlassungsanspruch bzw. einen Beseitigungsanspruch. Ein Unterlassungsanspruch ist immer dann anwendbar, wenn eine einmalige Handlung passiert ist, wie zum Beispiel ein Rauswurf, dann habe ich einen Anspruch darauf, dass es festhalten zu lassen, dass es nicht wieder passiert. Und wenn es ein dauernder Zustand ist, wie zum Beispiel ein Hausverbot, der beseitigt werden soll, habe ich den sogenannten Beseitigungsanspruch. Und was ich auch noch machen kann, wirklich in schwerwiegenden Fällen der Persönlichkeit,
Persönlichkeitsrechtsverletzung kann die auch noch einen Entschädigungsanspruch geltend machen, das ist das sogenannte Schmerzensgeld. Wir haben heute, wie gesagt, ein erstes Schreiben rausgeschickt an eine Supermarktkette, in dem wir auch ein Schmerzensgeld in einer nicht ganz unerheblichen Höhe gefordert haben. Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie die außergerichtlichen Verhandlungen laufen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, es geht nicht darum, jetzt eine Front aufzubauen gegen Supermarktbetreiber oder gegen Gastronomen. Es geht hauptsächlich darum, aufzuklären, damit die Stimmung in Deutschland, die meiner Beobachtung nach immer schärfer wird, sich ein bisschen wieder aufweicht, dass diese Fronten nicht mehr so scharf sind. Denn ich bin davon überzeugt, je mehr man aufklärt, desto besser ist es möglich, auch wieder vernünftig miteinander zu reden, damit solche Situationen wie in dem Fall, den ich eben beschrieben habe, den wir jetzt als ersten Mal in Angriff genommen haben, damit das nicht entsteht, damit die Ladeninhaber nicht die Menschen, die keine Maske tragen, von oben herab schon wirklich unmenschlich behandeln. Das muss einfach aufhören. Oder uns sind auch Fälle gemeldet worden, da ist jemand mitten in der Nacht aus der Bahn geschmissen worden. Das war der letzte Zug. Mit der Folge, er musste irgendwo in der Pampa auf dem Bahnsteig übernachten. Das sind meiner Meinung nach unmenschliche Zustände, die wir auf jeden Fall, wo wir auf jeden Fall was gegen machen wollen, aber nicht, indem wir jetzt die Fronten verschärfen, sondern indem wir versuchen aufzuklären, wo wir nur können. Das werden wir insbesondere über die Seite Klagepartner EU machen. Dort werden ganz viele Informationen nach und nach eingestellt werden. Wir hatten gehofft, dass es heute schon soweit sein wird. Wir haben aber, also das ist jetzt noch nicht der Fall, aber wir haben alles vorbereitet. Was muss man alles Mögliche beachten? Und Datenschutzerklärung, die genaue Formulierung der Texte, die Technik muss bereitgestellt werden, etc. pp. Wir haben aber alles soweit vorbereitet, dass morgen die Techniker es so, wenn alles jetzt nach Plan läuft, auch alles freischalten können. Dort werdet ihr ein Formular zur Verfügung bekommen. Das sage ich noch einmal für die, die jetzt noch dazugestoßen sind, wo ihr eure Fälle, die euch widerfahren sind, schildern könnt. Dann wird das alles schon mal vorsortiert und an die Anwälte weitergeleitet. Das macht es uns, die Bearbeitung der Fälle sehr viel einfacher, weil wir alles schon mal in Gruppen sortiert haben und die nötigen Daten alle schon mal vorab gesammelt haben. Genau. Und wir werden immer mehr. Ja, das sehe ich auch so. Massenpflicht im Freien. Ja, noch ist das ja nicht der Fall. Es kann aber natürlich sein, dass es kommt. Hier schreibt jemand, ach so, schon vor ein paar Wochen hat sie Ralf angeschrieben wegen der Maskenpflicht. Ja, sehr gerne nehmen wir uns dieser Geschichten an. Ich gucke gerade mal hier durch, ob hier noch Fragen sind. Gilt das jetzt nur für Hamburg? Da habe ich jetzt leider nicht den Bezug. Also, was ich erzählt habe, dass definitiv keine Bußgelder verhängt werden können wegen der fehlenden Masken. Das stammt aus der Hamburger Verordnung. Da werden wir jetzt nach und nach die entsprechenden Informationen für alle anderen Verordnungen auch auf die Homepage klagepartner.eu setzen. Vorlagen für die Klagen. In den Fällen, in denen es jedem möglich ist, selber entweder einen Antrag zu stellen oder eventuell sogar eine Klage einzureichen oder eine Strafanzeige zu stellen, werden wir entsprechende Formulare, die jeder dann einfach so ausfüllen kann und es selber abschicken kann, auf jeden Fall nach und nach einstellen auf die Seite. In den Fällen, in denen das alles ein bisschen differenzierter argumentiert werden muss, geht das natürlich nicht. Und es geht natürlich auch nicht in den Fällen, in denen Rechtsanwaltspflicht besteht. Also in allen Klagen zum Beispiel, die vom Landgericht geführt werden müssen. Das ist für alle Klagen der Fall, bei denen es um einen Streitwert von mehr als 5.000 Euro geht. Da herrscht Anwaltspflicht, das muss ein Anwalt einreichen, da geht es natürlich nicht. Aber alles, was irgendwie machbar ist, was jeder selber ausfüllen kann, sich jeder selber einreichen kann, werden wir nach und nach automatisierte Prozesse auf die Seite klagepartner.eu setzen. Genau, und wie gehe ich vor, um auf einen Rauschmiss richtig zu reagieren? Also wichtig ist, dass ihr
dass ihr euch merkt, wann und wo es passiert ist. Idealerweise notiert ihr euch den Namen der Person, die gehandelt hat. Und ihr könnt natürlich vor Ort auch schon mal sagen, dass ihr den Vorfall nach AGG, also Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und Persönlichkeitsrechtsverletzung, dass ihr das verfolgen werdet. Das könnt ihr so äußern. Wie ihr das formuliert, findet ihr ab morgen auf der Seite klagepaten.eu. Das könnt ihr schon mal androhen. Wenn das nichts nützt, ihr trotzdem rausgeschmissen werdet, dann geht auf die Seite und füllt dieses Formular aus. Dann ist es nämlich möglich, dagegen zivilrechtlich vorzugehen. Eben aufgrund einer Verletzung der Bestimmungen des AGG und aufgrund einer Persönlichkeitsrechtsverletzung. Andrea schreibt, ich wurde wegen Schwindel zur Physiotherapie geschickt mit einer Bescheinigung, dass ich keine Maske soll. Da sie nach einer Zeit Schwindel verstärkt, die Praxisfrau hat sich geweigert, mich ohne Maske zu behandeln. Das war in Niedersachsen. Ja, auch das halte ich nicht für rechtmäßig. Auch da könnte man gegen vorgehen. Idee. Könnt ihr ein kurzes Infoschreiben mit diesen Rechten rausgeben und eure Unterschrift drunter setzen? Wenn Leute das von Anwälten hören, werden sie schnell einsichtig. Also was wir auf jeden Fall vorhaben, ist, dass wir einen Flyer machen, wo das in einfachen Worten draufsteht, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Das werden wir sicher mit dem Logo von Klagepaten versehen. Ob wir da jetzt Unterschriften draufpacken, ist eine Idee. Denken wir mal drüber nach. Hatten wir bisher noch nicht den Gedanken. Macht vielleicht Sinn, wenn da ein Anwalt unterschreibt, macht vielleicht mehr Eindruck. Da denken wir mal drüber nach. Auf jeden Fall danke für den Hinweis, Marina. So, was haben wir hier noch? Die Stadt droht den Läden, hofft, sie setzen es aus Angst um. Ja, genau, das ist das Problem. Genau, das ist das Problem. Die Läden haben Angst. Sie sind vor allem in einer Zwickmühle. Also ihnen wird Angst gemacht, dass ihnen Bußgelder drohen. Für gewisse Situationen ist das sicherlich auch gerechtfertigt. Aber wir sind ja hier beim Thema Masken. Da ist es meiner Kenntnis nach, also in Hamburg definitiv nicht gerechtfertigt. Die sind da wirklich in einer Zwickmühle. Sie glauben auf der einen Seite, dass ihnen Bußgelder drohen und auf der anderen Seite drohen ihnen aber natürlich, droht ihnen das Vorgehen eben derjenigen, die sie rausgeschmissen haben oder denen sie ein Hausverbot erteilt haben, ein Vorgehen dieser Menschen. Deshalb ist es für diese Ladenbesitzer auch umso wichtiger, dass sie sich vernünftig informieren. Und das ist anscheinend bisher nicht erfolgt. Und ich frage mich so ein bisschen, warum das nicht erfolgt ist, wenn ich mir vorstelle, ich bin in der Situation, ich mache mich doch schlau, welche Rechte und welche Pflichten ich habe. Und irgendwie ist es da anscheinend gut gelungen, den Ladenbesitzern zu vermitteln, die Maskenpflicht gehört mit zu dem Hygienekonzept, das sie umsetzen müssen. Das habe ich heute nochmal ganz explizit daraufhin die Hamburger Corona-Verordnung nochmal durchgesehen, weil ich auch dachte, nicht, dass wir jetzt hier einen Fehler haben. Das steht da einfach nicht drin. Das Hygienekonzept sieht das mit den Masken nicht vor. Und wie gesagt, in Hamburg muss in Gastronomiebetrieben noch nicht mal eine Maske getragen werden. Da besteht noch nicht mal diese Pflicht. Und wenn die Pflicht besteht, bestehen ja diese Ausnahmen. Und da kann keiner fragen, was für eine Ausnahme, und kann sich keinen Nachweis geben lassen. Also es ist alles nicht wirklich umsetzbar, was da drin steht. Deshalb geht so vor. Erklärt euch dahingehend, dass ihr im Recht seid. Erklärt euch nicht dahingehend, ja, ich habe aber Asthma, mir wird schwindelig oder ich habe ein subjektives Erstickungsgefühl. Das macht es nicht. Das müsst ihr nicht. Ihr müsst nicht sagen, warum ihr diese Maske nicht tragt. Ihr müsst nur sagen, ihr habt ein Recht, sie zu tragen, also sie nicht zu tragen. Ihr habt auch ein Recht, sie zu tragen, wenn ihr das denn wollt, aber ihr habt eben auch ein Recht, sie nicht zu tragen. Und euch darf niemand auffordern, zu sagen, warum denn nicht. Hier wurde jemand aus der Reha wieder heimgeschickt. Ja, also auch das halte ich nicht für rechtmäßig. Übrigens, wenn ihr beim Arzt nicht behandelt werdet und es geht um was wirklich Schwerwiegendes, dann sind wir hier sogar im Bereich des Strafrechts. Da könnt ihr wegen unterlassener Hilfeleistung die Menschen anzeigen.
Im Bereich des Strafrechts sind wir auch schon, wenn es um die sogenannte Nötigung geht. Nötigung ist das Gezwungenwerden, etwas gegen seinen Willen zu tun oder nicht zu tun. Wie ist das mit dem Hausrecht in Bus und Bahn? Ja, natürlich besteht da auch ein Hausrecht, aber auch das ist eingeschränkt. Und in Bus und Bahn kommt natürlich noch dazu, genauso wie in Fitnessstudios zum Beispiel, dass man da sich auch auf einen Vertrag stützen kann. Denn man hat ja einen Vertrag geschlossen mit der Bahn, man hat ja ein Ticket gekauft, das ist ein Beförderungsvertrag. Und den muss die Bahn natürlich erfüllen. Und da können sie nicht plötzlich sagen, ohne sachlichen Grund, ich befördere dich jetzt doch nicht. Und dieser sachliche Grund ist, wie gesagt, nach der Auffassung der Bahn, diese Corona-Verordnung, die darin enthaltene Maskenpflicht, aber dabei vergessen sie eben immer, dass diese Verordnung ja auch Ausnahmen zulässt. Kann ich entsparen, die Fürsorgepflicht für mich entziehen, ja. Ja, das würde ich auch gerne. Was haben wir denn hier noch für Fragen? Was war überhaupt noch auf dem Plan für heute? Ich muss noch mal eben reingucken. Jetzt habe ich sehr viel über diese Masken gesprochen. Ich muss noch mal gucken. Es ging doch auch noch um ein anderes Thema, wenn ich mich richtig erinnere. Kleinen Moment. Ich schaue noch mal eben nach, was wir reingeschrieben hatten. So, was können wir für Künstler tun? Genau, den Aspekt haben wir jetzt noch nicht beleuchtet. Dann muss ich Masken tragen. Also Maskenpflicht und Diskriminierung, habe ich gesagt, schon die Frage, warum ich keine Maske trage, kann ein Diskriminierungstatbestand erfüllen. Also wenn ich gezwungen bin zu äußern, ich bin behindert oder ich habe eine Erkrankung. Die Risiken, die ein Unternehmer hat, habe ich auch schon beleuchtet. Es drohen Abmahnungen, droht eben ein Vorgehen gegen die Diskriminierung. Dann muss ich eine Maske tragen. Grundsätzlich kann man doch nur sagen ja, aber tatsächlich dann auch wieder nein, wenn ich sagen kann, warum ich mir das nicht möglich oder zumutbar ist. Nur besser gesagt, wenn ich das für mich weiß. Ich muss es nicht sagen. Genau, also Thema Masken haben wir eigentlich schon alles abgehandelt. Ich gucke nochmal, ob es hier konkrete Fragen noch gibt. Genau, Flyer wäre super, ist in Arbeit. Gerichte, ja, hier spricht jemand vom Gericht. Ja, bei Gerichten wird es auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Mir wurde auch eine E-Mail zugeschickt, wo es darum geht, dass im Vorfeld gesagt wurde, dass man auf jeden Fall eine Maske tragen muss. Und wenn man dann nur 5 Minuten verhandeln kann, dann muss man eben 5 Minuten verhandeln und dann wird eine Pause gemacht und dann geht es wieder weiter. Das halte ich auch nicht für rechtmäßig. Ja, ich glaube, die Fragen wiederholen sich dann auch. Hallo Matthias, du hast leider den Anfang verpasst. Ja, das tut mir leid. Da musst du es nochmal in der Wiederholung sehen. Ja, dass Ärzte einen nicht behandeln wollen. Also wie gesagt, wenn man wirklich, also man kann jemanden wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigen, also insbesondere einen Arzt, der einem nicht hilft, da muss man allerdings auch schon eine recht schwerwiegende Erkrankung haben. Aber mögliche Straftatbestände sind eben noch Nötigung. Mit Flugzeugen, ja, mit Flugzeugen werden wir auf jeden Fall auch prüfen, wie das da ist. Habe ich gerade gelesen, es wurde zwei Frauen 1.000 € Bußgeld auferlegt, weil sie in einem Flugzeug sich nicht keine Maske getragen haben. Da habe ich noch nicht gelesen, worauf das gestützt wurde, diese 1.000 €. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal prüfen. Genau, dann gehe ich jetzt nochmal auf den letzten Punkt kurz ein. Vielleicht könnt ihr mir mal kurz mitteilen, ob unter euch Künstler sind, also Musiker, Schauspieler. Denn wir haben auf jeden Fall auch vor, also ich bin auf Urheber- und Medienrecht spezialisiert. Ich bin seit 20 Jahren in der Musikbranche tätig als Rechtsanwältin. Und kriege sehr direkt mit, wie Künstler gerade leiden.
Und deshalb sind wir auch dabei zu prüfen, inwiefern wir für Künstler etwas tun können. Da in diesem Zusammenhang geht es insbesondere um Erstattungsansprüche gegen den Staat. Denn das muss man ja schon so sagen, den Künstlern wurde im Prinzip ein Berufsverbot auferlegt, weil sie einfach ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten. Also zumindest alle Musiker betrifft das, die eben Live-Musik machen. Komponisten konnten sicherlich zu Hause weiter komponieren, aber Live-Musiker konnten nicht mehr ihren Beruf ausüben. Da sind wir dabei, entsprechende Forderungen, Standardesforderungen vorzubereiten. Und was Künstler natürlich auch sehr hart getroffen hat, ist die Tatsache, dass Solo-Selbstständige, und die meisten Künstler sind ja Solo-Selbstständige, durch die meisten Fördergeldangebote gefallen sind. Also sie haben irgendwo maximal diese Grundbeträge, also in Hamburg waren es 2.500 Euro, die man einfach so bekommen hat, ohne irgendwas nachweisen zu müssen. Das haben auch Solo-Selbstständige bekommen, aber darüber hinaus musste man nachweisen, was für Unkosten man hat. Und Solo-Selbstständige, insbesondere Musiker, haben ja in der Regel keine großen Unkosten. Das ist einerseits das Gute, weil dann das, was sie über Gagen etc. verdienen, eben reicht fürs Leben. Aber man hat eben nur Fördergelder bekommen, wenn man eben angeben konnte, dass man die und die Kosten aufbringen muss. Also Solo-Selbstständige waren wirklich gearscht, soll man mal so sagen. Da fallen die meisten Musiker drunter. Und dann wurde man aufs Arbeitslosengeld 2 verwiesen. Angeblich sollte das Beantragungsverfahren vereinfacht werden, aber wurde es im Prinzip dann auch wiederum nicht. Also da haben wir 2 Aspekte, einmal Schadenersatz und Entschädigungsansprüche und auf der anderen Seite die Frage, inwieweit wir da gegen vorgehen können wegen der Ungleichbehandlung im Rahmen dieser Fördergeschichten. Genau. Da werden wir auf der Seite klagepaten.eu auf jeden Fall auch einen Bereich speziell für Künstler schaffen. Jörg arbeitet im Bereich der Eventbranche. Ja, die ganze Branche ist im Moment am Boden. Und gerade für Künstler ist es natürlich doppelt hart. Einmal die Tatsache, dass extreme Existenzängste bestehen. Natürlich einmal, weil jetzt ganz viele Gagen schon weggefallen sind und weil auch die Aussichten für die Zukunft ganz schlecht sind. Denn alle Termine von diesem Jahr wurden irgendwie versucht aufs nächste Jahr zu legen. Nächstes Jahr ist proppenvoll. Das sind dann ja keine zusätzlichen Einnahmen, das ist ja nur der Ersatz für dieses Jahr. Also ein Jahr ist auf jeden Fall irgendwie weg. Das kann kein Künstler aus eigener Tasche, kann ein ganzes Jahr ohne Einnahmen überleben. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob die Clubs überleben, wo Künstler auftreten können. Und dann ist auch die Frage, selbst wenn jetzt von heute auf morgen größere Veranstaltungen wieder zulässig sein sollten, und zwar auch in einer Form, die es Theatern und Clubs auch ermöglicht, diese Veranstaltungen auch durchzuführen, also nicht mit den riesigen Abständen zwischen den Stühlen, wo man vielleicht 50 Personen in ein Theater bekommt und eine Vorstellung einfach nicht rentabel abgehalten werden kann. Also selbst wenn das irgendwann alles beseitigt ist, ist man noch die Frage, ob die Menschen überhaupt Tickets kaufen. Denn es sind ja so viele so verängstigt und so verunsichert, dass jetzt doch kein Mensch ein Ticket kauft. Also die akute Situation bei den Künstlern ist schlimm. Die Aussichten darauf, in absehbarer Zeit Einnahmen erzielen zu können, die ist gleich null. Und gleichzeitig ist natürlich das, was der Staat den Künstlern hier mal wieder vermittelt, alles andere als aufbauend. Künstler kämpfen ja sowieso schon seit eh und je darum, anerkannt zu werden für das, was sie leisten. Und meiner Meinung nach leisten sie einen riesigen Beitrag für diese Gesellschaft, indem sie eben ihre Kunst zur Verfügung stellen. Und das wird überhaupt nicht gewertschätzt. Also ihnen wird jetzt mal wieder vermittelt, ihr seid die Loser dieser Gesellschaft. Und das macht natürlich ganz schön was mit dem Selbstwert. Und das in einer Krisensituation, das hat leider Gottes bei einigen Künstlern schon dazu geführt, dass sie Selbstmord begangen haben. Und da können wir als Juristen helfen, indem wir wenigstens in Aussicht stellen, diese Künstler juristisch zu unterstützen. Wir werden da auf jeden Fall Schadenersatzklagen vorbereiten in den nächsten Tagen.
Genau, ich gucke jetzt noch mal hier rein, was wir hier haben an weiteren Fragen. In der Eventbranche scheint kein Ende in Aussicht. Das ist tatsächlich das Problem. Ja. Ja, also ich glaube, die Fragen, die hier bestehen, die wiederholen sich jetzt. Falls ihr erst gegen Ende reingeschaltet habt, guckt einfach bitte nochmal die Wiederholung. Und dann möchte ich am Schluss nur noch etwas sagen. Mir wurde heute zugetragen, dass hier in der Gruppe meine Kollegen haben Spaß, lustig. Ja. Wenn es etwas laut war im Hintergrund, bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin hier tatsächlich bei Freunden gerade. Genau, also eine Sache, die mir noch am Herzen liegt, die ich noch loswerden wollte. Mir wurde heute zugetragen, dass hier in der Gruppe teilweise sehr hasserfüllte Kommentare oder auch Posts hinterlassen werden. Tut das nicht. Ich kann jeden verstehen, der ob der Situation wütend ist. Und ich kann auch verstehen, dass vielleicht einige Menschen auch langsam ungeduldig sind. Ich bin selber kein sehr geduldiger Mensch. Und ich kann auch verstehen, dass diese Wut auch irgendwo einen Kanal braucht. Aber niemandem ist damit geholfen, wenn hier in der Gruppe Hetzkommentare verbreitet werden, gegen wen auch immer, gegen die Agierenden in der Regierung oder gegen wen auch immer. Fragt euch bitte immer, schreibt es gerne hin, aber bevor ihr es postet, löscht es wieder. Also schreibt es hin und fragt euch dann bitte, wem ist damit gedient, wenn ich das jetzt abschicke. Denn damit ist niemandem gedient. Damit ist euch nicht gedient, damit ist denjenigen nicht gedient, die das lesen, damit ist denjenigen nicht gedient, die Übersicht, diese Nachrichten lesen müssen. Das hilft niemandem. Und wir sind natürlich umso glaubwürdiger, je sachlicher wir hier vorgehen. Und diese große Emotionalität hilft da nicht. Wenn ihr diese Wut verspürt, alles Verständnis der Welt dafür, kauft euch einen Boxsack und lasst eure Wut an diesem Boxsack aus. Aber bitte schreibt das nicht in dieser Gruppe. Das tut dieser Gruppe nicht gut, das tut euch nicht gut. Es ist niemandem damit gedient. Das war mir noch wichtig zu sagen. Und ansonsten gucke ich jetzt noch ein letztes Mal in die Kommentare. Ist ja alles ein bisschen verzögert. Jetzt kommen hier die Infos über die Künstler, oder die Hinweise, dass ihr Künstler kennt, die in solchen Situationen stecken. So, und ich glaube, damit habe ich für heute alles abgearbeitet. Wie gesagt, haltet die Seite klagepaten.eu im Auge. Da wird jetzt ab morgen hoffentlich einiges passieren. Da könnt ihr schon die ersten Formulare ausfüllen für alle, die unschöne Situationen mit der Maskenpflicht hatten. Wird da morgen schon was zur Verfügung stehen und dann kommen nach und nach andere Formulare hinzu. Schreibt uns gerne hier auf der Seite weiter, wenn euch irgendwas passiert ist, damit wir eben Überblick bekommen, welche Themen eventuell noch wichtig wären. Wie gesagt, Formulare für Strafanzeigen werden wir gestalten. Vielleicht gibt es da dann auch eine App. Ja. Und ansonsten, denke ich, habe ich jetzt genug geredet. Ich freue mich, dass das Interesse so groß ist, hier was zu tun. Ich glaube, wir werden immer mehr, denen das Ganze, die einfach ein mulmiges Gefühl haben. Mein mulmiges Gefühl kommt hauptsächlich daher, dass sich die Gesellschaft in zwei Lager spaltet und da die Aggressionen immer größer werden. Also wie gesagt, macht da bitte nicht mit. Wir machen das alles sachlich und ich freue mich, dass es euch gibt. Ich freue mich, dass wir immer mehr werden. Grüße nach Hamburg, Grüße in den Rest der Republik und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss, eure Kirsten. Ja, das sagte ich so leicht mit dem Tschüss. Jetzt muss ich nämlich erstmal finden, wo man dieses Video ausschaltet. Das ist ein Endlife-Video. Damit versuche ich es. Einen schönen Abend euch. Tschüss.